Hallo, hier ist Olli von Barber Supplies. Heute stelle ich euch im Rahmen eines kurzen Unboxings den neuen GRL Onyx FF 2020 CB Hairclipper vor. Was kann das Gerät? Was bekommt ihr für euer Geld? Und was sind so die wesentlichen Unterschiede zur vorherigen Version? Schauen wir uns gerne an. Let's go. So schaut der Karton aus. Nach wie vor wie gewohnt in derselben Größe soweit. Auf der Seite kann man die Spezifikationen sich reinziehen. Ihr habt da dann auch noch mal ein paar Highlights. Dieses Gerät ist ein US-Gerät, was ich vor 3 bzw. 4 Wochen aus USA importiert habe. Bekommt ihr natürlich auch ab sofort bei Lock Barber Supplies unter www.lockbarber-supplies.de in meinen Online-Shop zu kaufen als EU-Version. So, ich habe natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Da ist das gute Prachtstück, so schaut es aus. Wie ihr sehen könnt, ist alles in Schwarz gehalten soweit. Man hat hier nochmal leichte Akzente soweit gesetzt. Auf der Seite habt ihr hier den Ein- und Ausschalter nach wie vor. Nichts, ja, was sich geändert hat. Auf der Rückseite habt ihr, was die Ergonomie angeht, eine Daumeneinmündung, damit das Teil einfach besser in der Hand liegt. Finde ich sehr, sehr gut. Auf der Seite hier habt ihr einen verbesserten Verstellhebel bei der vorherigen Version. Fand ich den Verstellhebel okay, der war aber ein bisschen flimsy, wie die Amis sagen. Also fand ich ein bisschen von der Qualität ein bisschen billig. Da hat man auf jeden Fall den Guard, beziehungsweise den Guard sei schon, den Verstellhebel verbessert soweit. So schaut es aus. Was auch auffällt, ihr habt standardmäßig hier ein Fadeblade drauf, dieses Untermesser. Auch Fixed oder Button Blade genannt, ist hier in Edelstahl, das Ganze Onyx beschichtet. Und als Schneideblatt habt ihr hier ein Titan-Schneideblatt. Vorteil bei Titan im Gegensatz zum reinen Edelstahl. Es ist leichter und bleibt länger kühl. Des Weiteren, wie gewohnt, habt ihr hier diese Blade-Cool-Technik. Das heißt, hier beim Untermesser, ich hoffe, man kann es erkennen, habt ihr pro Zacke soweit Verzahnung eine Einkerbung. Wie bei beim Auto mit einer geschlitzten Bremsscheibe kann hier Wärme sehr, sehr gut entweichen und das Blade bleibt deutlich kühler. Durch die Onyx-Beschichtung habt ihr da letztendlich auch noch mal weniger Reibung. Die Klinge bleibt länger scharf und letztendlich deutlich kühler, als wenn ihr ein reines Edelstahlblade habt. Im Gegensatz zur fertigen Version, die ziehen wir uns auch gleich rein, habt ihr dieselbe Größe. Ihr habt hier auch noch mal mit so einem, ja, sag ich mal, Hochglanz-Plastik-Akzent. Habt ihr auch noch mal so ein bisschen eine Veränderung optisch. Auf der Seite wie gewohnt der Verstellhebel, einen verbesserten Verstellhebel. Hier eine Daumeneinbindung. Ansonsten ist der Rest, was die Größe angeht, gleich. Kommen wir zum technischen Part. Hier habt ihr einen Motor verbaut, einen stärkeren Motor, einen Rotationsmotor verbaut. Beide haben Rotationsmotoren, eignen sich hervorragend für das Schneiden von jeglichen Haartypen. Bei der ersten Geschwindigkeitsstufe, bei der neuen, also beim neuen Onyx Clipper, habt ihr 6000 Umdrehungen, bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe seid ihr schon bei 7500 Umdrehungen pro Minute dabei. Bei der vorherigen Version war es so, dass ihr maximal bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe bei 7200 Umdrehungen dabei wart. Das heißt, hier habt ihr einen verbesserten Motor, einen stärkeren Motor mit mehr Umdrehungen, als auch eine längere Runtime. Da seid ihr bei der ersten Geschwindigkeitsstufe bei 3 Stunden dabei, da bei 4 Stunden. Bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe habt ihr hier, es hatte 5 Stunden Runtime, das ist schon top, muss ich sagen. Und da bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe, das würde man hier auch sehen am Display, 4 Stunden. Rein von dem Blade her, von der Ergonomie, ist bei der vorherigen Version ein sogenanntes Standardblade drauf. Man kennt es auch als sogenanntes Taperblade, dadurch gekennzeichnet, dass ihr habt, dass ihr eine schöne Rifflung habt und dass die Form her in einem C-Bogen ist. Das Blade hier etwas dicker ist, das heißt, ihr habt ihr dann auch nochmal zwischen der Haut und ja, den Haaren sozusagen auch noch mal ein bisschen ein Gap, einen Abstand, damit ihr dann auch in dieses C-Motion, eine C-Motion soweit einen Fade kreieren könnt. Das Einzige, wo man bei diesen Clipper ein bisschen Struggle bekommt, ist, wenn man die erste Skinline zu kurz rasiert, dass man da die vernünftig und schnell rausbekommt. Das funktioniert, dauert aber ein bisschen und dementsprechend hat man hier beim Onyx Clipper, hat man sich für ein Fadeblade entschieden. Wie ihr sehen könnt, habt ihr diese C-förmige Krümmung nicht so. Es ist deutlich flacher gehalten. Das heißt, ihr kommt näher zur Kopfhaut ran, könnt kürzer schneiden und dementsprechend könnt ihr auch die erste Skinline deutlich leichter
verblenden soweit. Das Gerät ist sehr, sehr leise. Da sind wir jetzt in der ersten Geschwindigkeitsstufe, jetzt in der zweiten. Also das ist das leiseste Gerät, was ich überhaupt kenne. Des Weiteren kommt dieses Gerät mit einer Ladestation. Wie ihr sehen könnt, hat da der Clipper ja vernünftigen Halt. Man sollte jetzt nicht zu stark rücken, da kann schon sein, ruckeln. Es kann schon sein, dass das Gerät dann rausspringen kann. Kann ich den alten Clipper dann auch in der neuen Ladestation aufladen? Das würde auch funktionieren. Und ja, wie lange läuft das Teil? 5 Stunden, bis zu 5 Stunden in der ersten Stufe. Der Clipper braucht 2,5 Stunden, um aufgeladen zu werden. Ihr habt eine ja, Eco-Ladefunktion, so schimpfe ich es jetzt mal. Das heißt, ihr könnt hier diesen Knopf drücken und dann würde hier dieses GRL-Logo dann in grün erscheinen und dann benötigt der Clipper keine 2,5 Stunden, um aufgeladen zu werden, sondern im Rahmen des schonenden IQ-Ladeaufgang 5 Stunden. Warum 5 Stunden? Ja, weil es einfach schonender ist, wenn die Lithium-Batterie langsamer aufgeladen wird, dann habt ihr halt einfach länger was davon, von der Batterie. Des Weiteren sind auch Guards dabei. Ich habe die vorbereitet. Ihr habt den 1,5 mm bei. Ihr habt den 3 mm Guard dabei. Den 4,5, den 6er, den 10 mm, den 13 mm, den 16 mm, den 19 mm, den 22er mm Aufsatz und den 25er. Ne? Für Hobbybarbiere da draußen, die gerne mal den Freund, Bekannten oder Verwandten die Haare schneiden und mit der Schere jetzt noch nicht so affin sind, die können dann auf diese größeren Größen gerne zurückgreifen und dementsprechend die dann auch gerne nutzen. Des Weiteren habt ihr auch Pflegezubehör dabei. Ihr habt einen Schraubenzieher zum Entfernen des Schneidersatzes. Ihr habt ein Zero Gap Tool dabei. Ihr habt ein Spezialöl dabei. Und ihr habt dann letztendlich dann auch einen Pinsel dabei zum Entfernen der Haarreste. Ein Ladekabel ist natürlich auch dabei. Das heißt, ihr könnt entweder zack, das Ladekabel direkt hier rein anschließen und den Clip aufladen oder das in die Ladestation reinstecken, das Ladekabel. Das Ganze hier noch als US-Plug, weil ich als erstes die US-Version mir besorgt habe, um die zu testen. Und wenn ihr bei Lock Barber Supplies auf meiner Website www.lockbarber-supplies.de schaut, kriegt ihr natürlich die EU-Version, auch den EU-Stecker. Kann ich jetzt dieses Taper Blade, Standard Blade auf diesen Clipper draufballern? Ja, könnt ihr, könnt beide Clipper natürlich Zero Gappen, ja, das geht. Ihr könnt nachträglich auch dieses Blade, das Fade Blade, auf diesen Onyx Clipper drauf machen oder natürlich dann auch das Fade Blade in Gold oder als Taper Blade auf diesen Clipper oder das reine Edelstahl Blade auch auf diesen neuen Onyx Clipper drauf machen. Ansonsten gibt es noch ein paar Punkte, über die man sprechen muss, ja. Dass die Klingen sehr revolutionär sind, darüber haben wir gesprochen, über den Inhalt haben wir auch gesprochen soweit, dass die, genau, was die Haarschneidemaschine auch hat, ist nicht nur die 2 Geschwindigkeitsstufen, sondern bei der Haarschneidemaschine ist es auch so, die merkt, wenn die Widerstand bekommt, das heißt, würdet ihr jemanden schneiden, der über dickeres Haar verfügt, checkt die Haarschneidemaschine das und dann wird letztendlich dann auch der Motor, das Drehmoment vom Motor angehoben, damit letztendlich dann auch ihr einfacher, dickeres Haar schneiden könnt. Ne? Das ist so das, was die erste Version auch schon hat. Genau, mehr ist es nicht. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen zur Vorstellung des neuen Onyx Clipper von GRL. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Lock Barber Supplies. Thank you.